Quatsch, oder? Thomas, es ist genau der Grund, warum du entlassen wirst. Ich hasse dich. Ich bin freiwillig gegangen. Du bist nicht. Ich bin freiwillig gegangen. Ist er nicht. Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte mir heute gemeinsam mit Thomas eure Bewerbungen anschauen und möchte hier auf jeden Fall nochmal dazu aufrufen, dass wir die Bewerbungsphase nochmal um eine Woche verlängern. Also in der Videobeschreibung findet ihr jetzt, wie gesagt, den Link zu den Videodateien. Hasselt unbedingt mal raus, Leute. Ja, also wie gesagt, gönnt euch auf jeden Fall die Bewerbung rein. Die Bewerbungsfrist läuft noch ein bisschen. Kam auf jeden Fall echt schon viele coole Sachen dabei rum. Ich würde sagen, wir schauen uns heute mal ein paar ausgewählte Sachen an und starten einfach mit dem wunderbaren jungen Mann, der sich hier beworben hat. Kleine Info vorab, falls ihr nicht wisst, worum es in diesem ganzen Video und Bewerbungsprozess geht. Hallo Jody, was geht? Ich nehme gerade ein Video auf. Jedenfalls ist es so, Leute, dass ihr dann das Video hier oben einmal anklicken solltet, um zu erfahren, wo es überhaupt in der Bewerbung drum geht und was ihr dafür tun sollt. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns erstmal ganz kurz das erste Video hier an. Ivi, ich bin Fan von dir, würde dir gerne helfen. Kann schneiden, rappen, kann er schon singen. Mehr als ich. Rappen, singen kann er auch. Alles, was man dafür braucht. Alles, was man dafür braucht, okay. Stark, stark. Und ich würde mich gerne da bewerben. Ja, wie alt bist du? 15 Jahre alt. Super. Okay. Dann haben wir da auf jeden Fall schon den ersten Kandidaten, der leider Gottes ein bisschen zu jung ist, meine Freunde. Ich habe nicht umsonst gesagt, seit 18 habt eure Schule zu Ende gemacht. Die Kandidaten, die jetzt kommen, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Die ist ganz frisch reingekommen. Ich würde sagen, wir schauen da einfach mal ganz kurz rein. Let's go. Sieht auf jeden Fall schon mal krank aus. Schon HD. Ja, moin, Digga. Hi Rivi, mein Name ist Tobias, meine Freundin nennt mich auch gelegentlich Dopse. Ich bin 19 Jahre alt und ich liebe es, Sachen zu designen, Videos zu schneiden und zu fotografieren. Okay, ich bin gespannt. Auf jeden Fall schon mal ein sehr sympathischer Typ, Digga. Schöne Ansage, ja. Ja, auch ein nice Grading. Hat auf jeden Fall hier die Designs gemacht von Monte und sowas. Die sehen auf jeden Fall schon mal richtig knackig aus, Alter. Sehr dick, Digga, sehr schön da, Alter. Wirklich, das von Felix gefällt mir auch gut. Oh, nice. Sowas kann er also auch. Twitch-Überblendungen und sowas. Bruder! Jetzt kommt hier ein Carporn, Digga, von einem Ford Focus. Bei den Aufnahmen ist mir gerade so ein bisschen aufgefallen, die waren noch so ein bisschen shaky. Bisschen vom Licht her auch nicht so. Weißt du, was ich meine? So, die waren jetzt nicht so. Die waren auch jetzt nicht komplett high quality. Ist halt auch ein Ford Focus nur. Wird halt auch wahrscheinlich an der Kamera gelegen haben, nehme ich einfach mal an. Ja, ich denke, ja klar. Aber du kritisierst erstmal das Auto oder was? Ja, mit deinem Auto wird es geil aussehen. Ah, Junge, Junge, Thomas, Thomas. Mann, wieso hat der keinen AMG? Was ist denn der mit der dir, kann Alter? Sich nicht bewerben ohne AMG. Krank, also krank. Diese Transition zu einem Krass. Ja. Hallihallo, meine Freunde. Willkommen zu einem neuen Video. Sollen wir Pleasant gehen, Jungs? Pleasant? Glechenpark. Simon, mit Leertaste springst du raus. Simon, den Gleiter zumachen. Schade, Simon. Schon gesehen, nice, nice, nice. Oh, wie oft ich mir das jetzt mittlerweile schon angeschaut habe, ne? Diese Nuke. Okay, Warte nice. Ab ein. Stark. Gefällt mir auf jeden Fall. Schon nice, ja. Ja, ist auf jeden Fall cool edited. Schmock, über dir ist jemand. Einfach rausgeschnitten, was Simon sagt, gefällt mir auch. Easy. Down. Oh, ich hab ihn so gefickt. Ah, ja. Oh, da hat er nicht zensiert. Da muss das Schimpfwort auf jeden Fall raus. Da muss das Schimpfwort auf jeden Fall raus. Oh nein, ich bin down. Stark, Digga, stark. Beim Gaming ist mir aufgefallen, das hätte ein bisschen schneller geschnitten werden können. Ja, erstens das. Und zweitens ist halt die Frage, also diese Effekte sind halt geil, aber letztendlich muss er halt jeden Tag sowas raushauen. Richtig, genau. Also nicht, die Leute packen halt natürlich jetzt in den kurzen Clips so viele Effekte rein, wie es nur möglich ist. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass es halt jeden Tag ein Video ist. Und da ist es natürlich nicht möglich, jeden Tag so viele Effekte reinzuknallen. Gefällt mir aber schon mal echt gut, WeißFX. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten, Digga. Hi, mein Name ist Mario, ich bin 20 Jahre alt. Und ich höre den gerade gar nicht. Du hörst gerade gar nichts. Das ist auch gar nicht so schlimm, Thomas. Es geht hier um deinen Nachfolger. Ja, einfach nur die Musik und seine Stimme nicht. Softwareentwickler in Aachen. Ich liebe es sowohl vor als auch hinter der Kamera zu stehen und bin immer auf der Suche nach dem geilsten Shot. Also wir haben kranke Shots auf jeden Fall, also gerade fürs Vlogging und so weiter und so fort. Sieht das extrem. Thomas, könntest du vielleicht aufhören, jetzt daran rumzufummeln, Alter? Hören. Nein! Also kranke Fotos auf jeden Fall. So Rivi, ich selbst mache seit 5 Jahren YouTube, schneide mit Premiere Pro, kenne mich weitestgehend mit After Effects aus. Jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß mit deinem eigenen Video. Bin gespannt. Hallihallo meine... Das ist ganz nice, sie hat ein Grading auf die Facecam draufgepackt, was mich extrem hübsch aussehen lässt. Was tatsächlich relativ schwierig, weil ich ein extrem hässlicher Wasser bin. Das ist echt schwer, ich hab's nicht. Also wir können es ja mal ganz hier versuchen. Ja, super, Thomas sieht noch beschissen aus als vorher, super. Ich habe immer nichts gemacht.
Du kleines Stück Kacke. Willkommen zu den monatlichen Video. Wir haben heute Simon Unge dabei, aka Black Knight. deine erste Runde seit wie vielen Monaten ist das jetzt? Ich habe einmal mit Alphastein kurz eine Runde aus Spaß gespielt. Davor habe ich auch 5 Monate nicht gespielt. Also ist schon okay, Simon, wenn ich dir jetzt den Titel schreibe. Simon Unges erste Runde nach Season 1. Perfekt, super. Das war Season 2 gewesen. Okay, lass mal, sollen wir Pleasant gehen, ja. Jungs? Pleasant. Simon, mit Leertaste sprichst du raus. Simon, Digga, super. Ja. Hast du die Map jetzt so eine Winter-Map? Ist krass, oder? Einer knockt. Nein. Ab ein. Stark. Schmock, über dir ist jemand. Ich find's ganz cool, aber ich denk manchmal, es könnte noch ein bisschen schneller und knackiger geschnitten sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Leute, wir haben das Video jetzt schon gestoppt wegen dir. Es passt, alles gut. Kannst du bitte aus dem Bild gehen? Tschüss. Aua. Das sind 3 Stück. Das finde ich ganz cool. Coole Idee, ja. Ja. Einer ist close bei uns irgendwo. Einer schon down. Ja, ich finde die Musik nicht ganz passend. So, das war's. Nee, das stimmt. Ich fand's im Grundsatz echt schon ganz cool. Ja. Ich muss halt einfach sagen, bei mir ist halt Gaming wirklich, dass es halt eigentlich keine Redepausen gibt und solche Geschichten. Ich würde sagen, wir springen direkt mal zum nächsten, Leute. Bewerbung, der jüngste Bewerber. Schauen wir mal ganz kurz, was wir hier haben. Ich glaub, der müsste ja jünger als 10 sein. Ja, ja, ich weiß, ich bin noch nicht 18 Jahre alt. Trotzdem möchte ich dir gerne zeigen, was ich kann und was ich zusammen mit meinen Freunden auf unserem YouTube-Channel mache. Auf unserem Kanal gibt es außerdem geile Vlogs, übertriebene Challenges. Geile Bude auf jeden Fall. Und dazu noch eine feine Brise Game. Dabei seid du und Thomas unsere großen Vorbilder. Simon Unge dabei, aka Black Knight. Super, Schmocki ist auch mit am Start. Das ist sehr schön, dass ihr beide hier seid. Würdest du sagen, Simon, dass das Spiel dir Spaß macht? Seine da filtert die komplette Musik und es ist halt relativ unedited. Und da kommt natürlich halt dazu, dass er deutlich zu jung ist. Also Leute, wie gesagt, ich muss da leider Gottes allein, weil das Gesetz es von mir verlangt. Ich kann niemanden unter 18 anstellen. Aber trotzdem, nett, dass du dich beworben hast, Rocky Ball. Schauen wir mal ganz kurz, was uns hier erwartet. Schauen wir mal ganz kurz da rein. Ja, Mann, die Musik. Hallo, meine Freunde. Willkommen zu den monatlichen Video. Wir haben heute Simon Unge dabei, aka Black Knight. Super. dieser Sound, Alter. Sehr schön, dass ihr beide hier seid. Sollen wir Pleasant gehen, Jungs? Pleasant? Simon Mucke mit Pleasant raus. Schon. Ja, Simon da komplett reingeschossen. Schon ziemlich geil. Aber ich find's manchmal ein bisschen too much. Weißt du, was ich meine? Auch sogar. Okay. Pass auf. So, ich finde zum Beispiel, wenn halt diese Mucke und sowas, das finde ich manchmal ein bisschen zu cartoony, weißt du, was ich meine? Ja, gerade finde ich die Musik einfach zu laut. In dem Moment fällt mir halt richtig viel ein, so, weißt du, wenn Simon Unge halt redet, weißt du, ihr sitzt halt da super gelangweilt, da kann man eigentlich noch viel draus machen. Ich habe euch bewusst ein relativ unactionreiches Gameplay gegeben, weil ich einfach gucken möchte, was interpretiert ihr in diese verschiedenen Szenen rein, was kann man humoristisch... Das war tatsächlich so, weil ich einfach das Beste rausgesucht habe, aber du einfach kein gutes Gameplay hast. Du bist entlassen. Ja. Hast du wirklich immer noch 12.000 V-Bucks? Verpiss dich. Finde ich ganz cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, auf jeden Fall auch ein Kandidat. Der hat auch bestimmt schon Erfahrung, weil er das Beste gemacht hat. Wie gesagt, genau. Er weiß halt auf jeden Fall, wie Gaming-Schnitt funktioniert. Okay, wen haben wir hier? Wir haben hier einmal den guten Sauerland-Filmmacher. Noch gar nicht gesehen, komplett neu reingekommen. Unge dabei, aka Black Knight. Schmocki ist auch mit am Start. Das Spiel ist immer noch Early Access. Immer. Sowas meine ich halt. Wisst ihr, aus jeder Kacke halt irgendwas Lustiges machen. Das finde ich cool. Er hat auf jeden Fall gut gepegelt. Mucke ist richtig gepegelt. Ja. Stell dich mal hier hin und tanz vor dem Fisch, okay? Mach ein Emote vor dem Fisch. Mit was? P? Mit B. Guck mal, jetzt bewegt der Fisch sich. Ist das nicht toll, Simon? Fortnite, Alter. Hi. Hallo, lieber Rivi. Finde ich cool. Finde ich cool geschnitten. Finde ich nice. Ist genauso das Richtige, die richtige Prise. Wie gesagt, ich bin halt großer Meme-Liebhaber von mir. Es kann das komplette Ding aus Padabab, Pum, 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 Pau bestehen. Mein Name ist Paul. Ich bin 21 Jahre jung und komme aus der wunderschönen Stadt Stralsund. Nach 2 Jahren privater schulischer Ausbildung habe ich den gestaltungstechnischen Assistenten erworben. Es gibt am Anfang voll überqualifiziert einfach. Mir macht das unheimlich viel Spaß und ich möchte mich auch gerne weiterentwickeln. Ich hoffe, ich komme in eine engere Auswahl und wer weiß. Da hätte ich mir jetzt halt noch gewünscht, dass er so ein bisschen was von seinen ganzen... Ah, okay, da kommt ja noch was. Schaut mal, ganz cool, wirklich cool, coole Aufnahmen, vielleicht noch ein paar Bilder dazu, aber im Großen und Ganzen echt stabile Bewerbung, muss man sagen. Hi, mein Name ist Dani, ich bin 20 Jahre alt, komme aus München. Ich hab's verkackt, deine Bewerbungsdatei runterzuladen. Ich möchte mich trotzdem gerne bei dir vorstellen, ich selbst... Daniel, die Bewerbungsdatei ist trotzdem in der Videobeschreibung, Leute. Also wenn ihr jetzt noch Bock habt, der Link ist wieder drin. Ich würde vorschlagen, dass der Kollege einfach nochmal sich das dann runterlädt und dann einfach nochmal eine schickt. Perfekt. Dann gucken wir uns die nochmal an, den nächsten. Super, schauen wir jetzt im nächsten rein. Der hier hat auf jeden Fall schon mal eine richtig gute
gute Ausleuchtung. Unge der Fortnite-Noob. Bewerbung Revi. Let's go. Ja, moin Revi und Team. Mein Name ist Barney. Ich komme aus Stuttgart und bin mittlerweile schon 30 Jahre alt, was ja eigentlich schon Dino... Digga, willst du als 30-Jähriger meine Videos schneiden? Du bringst dich danach um. Auch mit der Adobe Cloud kenne ich mich sehr gut. Was? Stark, stark. Das ist genau das, wovon ich rede, Leute. Gut aus, weil ich da schon seit Jahren mit schaffe. Und krass. Halt Premiere, After Effects, Photoshop und Lightroom sind für mich keine Fremdwörter. Also cool. Boah, geile Bilder, Alter. Das ist geil. Wenn jetzt das Gaming-Video schmackotastig ist. Hallihallo, meine Freunde. Willkommen zu diesem monatlichen Video. Wir haben heute Simon Unge dabei, aka Black Knight. Ich hab sehr viele Nüsse jetzt. Guckt euch Schmocki an den nice Schwein. Simon, mit Leertaste sprichst du raus. Simon, den Gleiter zumachen. Nice Effekt auf jeden Fall. Oh, ich hab ihn so gefickt. Ich geb ihm 100. Er hat zensiert. Er hat zensiert. Er denkt mit. Krass, krass. Das 50er. Stell dich mal hier im Tanz von der war nice. Wirklich, das ist echt eine Musterbewerbung, muss man einfach sagen. Also er hat wirklich extrem gut geschnitten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal zum letzten Kandidaten, ein Sebastian. Da habe ich auch schon mal einen Daumen hoch gelassen. Dann will ich jetzt hier mal ganz kurz irgendwas wegmachen an der Stelle. Denn der Kerl hat auch eine extrem gute und sympathische Bewerbung abgegeben. Vergesst, wie gesagt, nicht, meine Freunde, für alle Leute, die sich noch nicht beworben haben und über 18 sind und unter 2 Minuten bleiben und all diese Kriterien erfüllen, Link ist in der Videobeschreibung. Ladet euch die Sachen runter. Let's go. Die eigentliche Herausforderung wäre es doch, die 5 Minuten Gameplay auf 10 Minuten zu strecken. Halt dein Maul. Hallihallo, meine Freunde. Willkommen zu diesem monatlichen Video. Wir haben heute Simon Unge dabei, aka Black Knight. Super. Ich habe sehr viele Nüsse gegessen. Why are you gay? Simon, sollen wir Pleasant gehen, Jungs? Okay. Pleasant? Plechenpark. Ist immer so, dass Busch die beste Waffe im Spiel ist? Du kannst damit sogar jemanden auf 300 Meter one-hitten. Hm? Schmocki, bei dir ist jemand! Stark, stark, stark. Ihn, ja. Einer schon down. Stark, sehr stark, sehr stark. Ich bin Sebastian und also auch er hat eine richtig geile Kameraqualität und Farben und alles. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Sieht auf jeden Fall echt nice aus. Ich bin 28 Jahre alt und habe somit im Gegensatz zu den ganzen 9-Jährigen, die sich sonst... Moment mal, es gab jetzt schon mehrere Leute, die älter gewesen sind. Das müssen wir, also 10, ja? 10, 10. Dank der letzten 3 Jahre, in denen ich mich vor wie auch hinter der Kamera für YouTuber versklavt habe, weiß ich auch ziemlich genau, wie es so ist, mit YouTubern zusammenzuarbeiten. Und habe keine obskure Fantasie davon, wie aufregend, golden und erregend das Leben wird. Hallo, es ist hier echt erregend. Was? Also wie gesagt, es geht jetzt auch gar nicht darum, dass ich den Leuten die Möglichkeit nehmen möchte, sich selber im kreativen Bereich auszuleben. Das war was? Aber ich finde, das ist tatsächlich sehr gute Herangehensweise zu sagen. Ja, ist halt ein Job. Verstehe mich nicht falsch, ich liebe, was ich mache und bin nicht zuletzt auch deshalb der Beste daran. Denn das war ein bisschen arrogant, finde ich gut. Ich würde dir vielleicht sogar diese eine Geschichte von dieser PewTube-YouTuberin erzählen, die auf dieser Aftershow-Party den DLC angepackt. Er auf jeden Fall hier schon mal... Er weiß, wie man Geld verdient. Vom Humor-Level auf jeden Fall echt auf meiner Basis so. Ja, Leute, das waren auf jeden Fall die Bewerber. Ich fand, da waren auf jeden Fall ein paar Leute dabei, die mir richtig gut gefallen haben, aber auch viele andere Leute, die ich tatsächlich jetzt gar nicht zeigen konnte, weil noch sehr viel mehr Bewerbungen im Postfach sind. Wir konnten natürlich jetzt nicht alles zeigen. Das war's für diesem Video, meine Freunde. Ich hoffe, es war für alle Bewerber cool, dass ich ihre Sachen gezeigt habe hier. Falls nicht, dann schreibt mir einfach eine Mail und wir schneiden euch nachträglich raus und ihr werdet niemals eine Chance haben, bei mir zu... Joke. Sagt mir einfach Bescheid, Leute. Ich hoffe mal, das ist cool für euch. Rechnet am besten damit auch, dass ihr wahrscheinlich innerhalb dieses Videos dann thematisiert werdet im nächsten Teil. Ich bin froh, dass Thomas bald weg ist. Hallo. Ja, super. Lass meine Hand bitte was los. Was war denn das? Lass meine Hand. Ich wollte meine Hand eigentlich wegziehen, okay? Das war's von diesem Video, Leute. Schaut nicht bei Thomas vorbei. Oder vielleicht doch, der ist in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.